Salvete Spectatoris und herzlich willkommen zu einem weiteren Teil von Let's Play Rome Total War, die imperiale Kampagne mit den Julian. Und ihr habt gerade rechtzeitig eingeschaltet. Wir wollen hier unten Hauptmann Tertius angreifen. Und was Appius Iulius hier in dieser Armee definitiv fehlt, sind Kavallerietruppen, um die Belagerungswaffen von Hauptmann Tertius auszuschalten. Um die werden wir uns auf jeden Fall mal kümmern. Dann müssen wir natürlich noch hier Hauptmann Spurius, zumindest mal für kurze Zeit, nach Larissa zurückschicken. Ich weiß noch nicht genau, sollen wir vielleicht mal... Sollen wir es vielleicht mal nur mit den Jungs hier probieren? Aber da lässt er sich auf keinen Kampf ein. Sollen wir... Jetzt haben wir gerade Thermann, sehe ich irgendwas an Rüssel? Ne, ich meine, er hat Prätorianer drin. Dann müsste das auf jeden Fall schon mal gehen. Zeig mir mal gerade. Das sind drei Einheiten. Das ist eine frühe Legionärskohorte. Wir haben die bessere. Wir haben eine bessere Legionärskohorte drin. Mit den Bogenschützen müssen wir das doch schaffen, oder? Angriff! Sieg! Okay, gut. Ich musste alle mitnehmen. Alles klar. Jetzt könnten wir allerdings doch hingehen und ihn dort angreifen. Dann machen wir das auch mal. Nimm mal gerade die Jungs hier. Das geht doch, oder? Genau. Und belagere schon mal Thermon. Angriff! Siedlung wird belagert. Nee, warte mal. So, zwei davon. Zwei davon und eins davon. Die Siedlung wird belagert. Gut. Was hat er drin? Ein General. Und eine prätorianische Kohorte. Das ist eine Hausnummer. Okay. Versuchen wir jetzt den Kampf gegen Hauptmann Tertius. Ja, der weicht nicht zurück. Das würde ich mir ver... Oh, Alter. So viele Silberwimpel. Warte mal, ich hatte gedacht, er hätte einen Onaga dabei. Moment nochmal gerade. Und Lamerhunde natürlich. Er hat nur eine Ballista dabei? Okay. Hätte ich das gewusst. Wer ist denn jetzt da so angeschlagen? Die Princeps sind angeschlagen. Um die Philites kümmere ich mich gar nicht mal so. Die Kavallerie ist angeschlagen. Okay. Gut, ja, dann wird es so sein. Und wir werden jetzt hier die erste große Schlacht gegen die Bruti führen. Naja, die erste große, eine große Feldschlacht, sagen wir mal so. Und ja, dann gucken wir mal, was unser General zu sagen hat. Fürchtet unsere heutigen Feinde nicht. Die Bruti sind Römer, Menschen. Keine Götter. Man kann sie töten. Anstelle von Heerführern haben sie heulende Kinder aufs Schlachtfeld geführt. Keine der Seiten hat einen Zahlenvorteil. Daher wird die heutige Schlacht von Geschick und Mut entschieden werden. Doch wir sind innerlich stärker. Wir sind die besseren Krieger. Sicher werden sie im Wald lauern und hoffen, einige von uns in einen Hinterhalt locken zu können. Ich habe noch nie einen Kampf gegen diese Männer verloren. Ich habe nicht vor, heute damit anzufangen. Gemeinsam werden wir den Sieg davon tragen. Ich habe viele große Siege für Rom errungen. Lasst euch das Kraft geben und glaubt hieran. Marschiert! Und wisst, dass euer Triumph sicher ist, solange wir wie wahre Römer leben und sterben. Okay, Wetter ist gut für uns. Strategische Position ist nicht ganz so günstig, aber ich vermute, er wird irgendwo hier hinten kampieren. So, jetzt zeig mir das mal kurz. Wir haben hier noch Princeps. Triaria. Okay, wir haben eigentlich fast die Möglichkeit, wie in der Kohortenformation zu kämpfen. Die sähe folgendermaßen, ja, die sähe genau andersrum aus.
Die Kohorten waren, meine ich, wenn ich... Ich guck das nochmal genauer nach. Aber wenn ich mich nicht irre, waren die Kohorten so strukturiert. Also die Hastati auf der äußeren Seite. Und dann die Princeps und dann die Triarier. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ach Leute, ich hab so viel vergessen während dieses Let's Plays auch schon wieder. Ich muss auch sagen, ich lese die Bücher ja nicht jeden Tag nochmal neu, die ich hier jetzt für gewälzt habe. Ja, ja, ganz genau. Bewegung brauchen wir hier. Fragen wir jetzt noch, wie bewerten wir die Einheiten? Ich würde die hier fast als Princeps werten. Aber man muss dazu sagen, wir hätten auch eine andere Bannergröße oder eine andere Größe für unsere Truppen. Weil wir in einer kleineren Armee kämpfen. Ja. Also ich denke mal, zwei leicht bewaffnete oder leicht zwei unerfahrenere, zwei Princeps und zwei erfahrene Einheiten, das wäre so unsere erste Kohorte, meine ich, in der wir hier kämpfen würden. Die Kohorte hat die Manipel als Einheiten so mehr oder weniger ersetzt. Eine der Reformmaßnahmen, die Marius zugeschrieben wird. Ich weiß nicht, wie machen wir das mit der Kavallerie hier? Ich stelle sie mal hier auf der Seite auf. Wir haben immer noch normale Equites. Bewegung, Bewegung, Equites. Bewegung. Wir müssen allerdings immer noch durch ein Plänkelmanöver unsere Schlacht eröffnen. Ja, ich weiß nicht. Ich glaube aber, unser General hier... Kämpft er nach Sitte der Väter oder kämpft er nach einer modernen Sitte? Bewegung! Ich glaube, wir können es mal riskieren. Kavallerie, Hilfstruppen. Einheiten, wir können es mal riskieren, so, mitten, so im Sinne eines neumodischen Schwachsinns zu kämpfen. Das sieht sehr chaotisch aus, was er macht. Aber wir werden direkt versuchen, ihn hier in ein Plänkelmanöver zu verwickeln. Zieht sich sehr früh in höheres Gelände zurück. Oder er versucht es zumindest. Machen wir das Autofeuer aus. Kümmert euch mal hier um die Ballisten. So, dann gucken wir mal. Den Angriff dürfte er doch eigentlich nicht aushalten, oder? Also. Okay, da gab es schon mal das erste Gemetzel und wir haben mehr Kavallerieeinheiten verloren, als ich erwartet hätte. Aber es geht. Es geht noch. Ballista müssten wir ziemlich dezimiert haben, wenn ich das richtig sehe. Ihr dürft auch wieder automatisch schießen. Diese Position ist durchaus gut für uns.
Ich weiß auch gerade nicht so genau, ob wir nicht mal unsere Spezialtruppen hier vorziehen wollen. Auf eine breite Front. Ah ja. Komm, das kann ja eigentlich nicht sein, dass er die kriegt, oder? Warum sind die nicht in der Phalanx? Habe ich eben in die Phalanx gestellt. Sehr gut. Komm mal hier rüber. Nutz mal deine Zaubertröte. Da. Ja, geh da nochmal raus. Komm mal ab da. Nein, nicht zurück. Das ist blöd. Er flüchtet eine Einheit. Hastati, wenn ich das richtig sehe. Aber warum? Ach, wegen den Hunden vermutlich, ne? Oh. Was? Flüchtende Triarier? Habe ich selten gesehen. Greift mal an und helft euren Kollegen. Hol sie wieder raus, sie krepieren da gerade. Der feindliche General flieht. Okay. Stoßt weiter vor, sodass auch der Mut seiner Armee schwindet. Ja, er läuft jetzt mal ganz schnell mit hier hin. Ach, das sind römische Bogenschützen. Komm, greif nochmal an. Da muss noch was gehen. Okay, wir haben die Hopliten verloren, wenn ich das richtig sehe. Viele Einheiten bei der Kohorte verloren. Was ja schon fast befremdlich wirkt. Die Armee des Feindes flieht, verfolgt sie und jagt sie vom Schlachtfeld. Das werden wir natürlich tun. Mach mal das Autofeuer aus. Ich will eigentlich nur noch so viele Einheiten wie möglich jetzt aufreiben.
also an mehreren Stellen hier den Überblick verloren. Naja, okay. Aber wir haben es geschafft, das ist die Hauptsache. Es waren ja jetzt auch nicht gerade irgendwelche Noob-Truppen, gegen die wir da gekämpft haben. Sondern ich meine, das waren ja alles irgendwie Truppen mit irgendwie Silberwimpeln und so ein Zeug, ne? Also da war ja schon was dabei. Jetzt kommt es darauf an, dass wir noch so viel wie möglich von seiner Armee aufreiben. Rom verlangt von Fel. Na, okay, gut. Ach, immerhin, 1111 zu 473, das ist in Ordnung. Da ist echt eine Einheit Triaria mehr oder weniger aufgerieben worden. Ich weiß nicht, mit wem er da drauf geknüppelt hat. Ich muss mir das nachher nochmal angucken. Ja, die Kreta Bogenschützen haben halt reingezimmert. Und die Equites. Also ich glaube, sie waren gut eingesetzt. Okay. Gut, gut. Dann haben wir diese Schlacht da auf jeden Fall mal gewonnen und können uns da ein weiteres Heer aufbauen. Das gibt uns auf jeden Fall auch noch ein bisschen Luft. Oh, Feinde mir vertrieben. Das heißt, wir haben sie komplett vernichtet. Okay, aha. Und du? Ich will nicht von beiden angegriffen werden. Definitiv nicht. Schade, die haben nicht mehr genug Bewegungspunkte. Wie sieht denn das bei denen aus? Ach, die können wir noch zurückziehen, ne? Die Triaria und so, das können wir da alles nochmal auffüllen. Dann verstärken wir die nochmal. Ah, wir kriegen Söldner. Und das klingt jetzt komisch, aber wir brauchen sie alle. Der einfache Grund ist bei der Sache, ich will nicht, dass sie Aidi bekommt. Das ist schon der ganze Zauber an der Sache. Okay, pass auf, geh mal ein Schrittchen zurück. Und dann holen wir noch die thrakischen Söldner. Dann sind wir ja mehr oder weniger Peel komplett, ja. Und hier haben wir noch ein paar Bewegungsmöglichkeiten. Ach Mist, wenn wir jetzt noch hätten, wenn wir jetzt so genügend Bewegungspunkte mit unserem Onaga hätten, dann könnten wir Larissa einnehmen. Das wäre sau cool. Aber ich denke, ich werde den Onaga noch da rausziehen. Aber jetzt, wenn ich mir so den Gesamtbestand der Bruti angucke, das war nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Die haben halt noch mehr. Noch mehr. Und ein Großteil. Ah, nee, warte mal. Ei, Captain! Flotte bereit! Ja, sehr schön. Dann werden wir doch gleich mal Messana angreifen. Und danach Syrakus. Wobei wir dann hätten. Dann hätten wir 47 Provinzen. Und Rom müssen wir nur halten im Endeffekt. Was natürlich nicht so einfach ist. Wir können auch hier prätorianische Kavallerie rekrutieren. Geiler Scheiß. Geiler Scheiß. Ich muss, glaube ich, mal an der Stelle noch eine Pause machen. Denke ich schon. Ja, ich glaube, ich mache an der Stelle mal eine Pause. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Ich mache mir mal Gedanken, wie ich hier euer mit Ehre dem da zurechtkomme. Zeig mir nochmal, was er da drin Pioniere hat. Ah, das gibt sogar noch einen Skillpunkt. Schön. Vielleicht können wir ihn uns sogar kaufen. Ich weiß es nicht. Ja, ich muss an der Stelle mal eine kurze Pause machen. Wir sind dann gleich wieder da. Okay, ich bin wieder da. Und habe mir noch mal ein bisschen die Karte genauer angeguckt und versuche herauszufinden, was wir jetzt als cleverstes als nächstes machen.
Also meine Überlegung ist folgende. Moment, wir blenden nochmal gerade die Sachen hier von der Stadt ein. Wir können hier tatsächlich Hauptmann Spurius angreifen. Da müssen wir eigentlich auch schaffen, zumindest mit den ganzen Einheiten hier. Es ist also... Wir könnten auch noch hier eine Auseinandersetzung... Das war meine Überlegung. Also wir schlagen Hauptmann Lentulus zurück. Und, Moment mal. Das müssen wir mal hier... Da müssen wir ein bisschen emergen. Das ist auch nicht schlimm, wenn dabei die ein oder andere Arbeit... Einheit meine ich natürlich... zwangsläufig stillgelegt wird. Ja, machen wir es so rum. Ne, machen wir es andersrum. So ist besser. Wir können Hauptmann Lentulus zurückschlagen. Das ist vielleicht sogar noch relativ gut, weil wir dann noch... Ich meine, das ist ja quasi eine Fullstack, aber die Einheiten darin sind halt sehr angeschlagen. Wenn wir die Armee hier zurückgeschlagen haben, dann werden wir hier ein Feldlager errichten, sodass Oppius der Gerissene nicht mehr rechtzeitig da sein kann, um seine, um die Stadt Larissa zu retten. Das ist jetzt quasi so der Plot, den wir hier haben. Was war denn mit dir nochmal? Genau, mit dir wollte ich doch in eine Stadt rein. Das ist eigentlich relativ egal. Ich kann dich auch ruhig hier hinstellen. Genau, so. Jetzt gehst du mal. Ich will hier die Armeen zusammenführen. Das heißt, wir laufen hier hin. Okay. Wenn wir dich bei dem Angriff auf Hauptmann Lentulus dabei haben wollen würden, dann müsste er hier hingehen. Also geh mal vor. So, Nummer 1. Die Auxilia. Trenne mich von den Truppen. Die wir hier mit dazu nehmen. Ja, ich glaube, so machen wir das. Und dann ziehen wir die Prinkeps zusammen. Und die können wir auf jeden Fall auch noch mit hier reinnehmen. So, dann haben wir hier nur eine Einheit Prinkeps. Dann haben wir noch Triarier. Wie sieht das mit den Triariern aus? Ja doch, das können wir auch machen. Das geht auch. Ihr geht hier rein. Dann haben wir nur die Equites und die ziehen wir hier dazu. Das ist gar nicht so schlecht. Und ich spiele mit dem Gedanken, also hinzugehen und vielleicht nur eine einzige Einheit nachher in das Feldlager reinzustecken. Wir haben vielleicht nicht mehr genug Bewegungspunkte. Doch, der General müsste genug Bewegungspunkte haben. Das ist, glaube ich, das Wichtige an der Sache. Versuchen wir es mal. Ja, doch. Er will auch kämpfen. Muss mir mal aber vorher noch kurz die Nase putzen. Sekunde. Ach, Mann. Ich bin wieder so erkältet. Das ist ganz schlimm. Dann mache ich das, während wir den Ladescreen haben. So, wir haben eine Menge Hastati. Die schaffen wir. Er hat nicht viel Kavallerie, was für uns ein sehr großer Vorteil ist. Er hat eine römische Kavallerie dabei und eine Stadtkohorte. Die müssen wir natürlich ausschalten. Und die Onaga sollten wir natürlich noch ausschalten. Aber ich glaube, das schaffen wir mit unserer Kavallerie relativ gut. Wir haben insgesamt ja mehr Kavallerie als er. Eine Einheit Equites. Ja, also das müssen wir eigentlich schaffen. Okay, ich werde mir mal gerade die Nase putzen. Entschuldigung, ich werde mir mal gerade die Nase putzen und währenddessen laden wir schon mal den Schlachtbildschirm. Leicht zu ertragen, erst recht nicht vor dem Frühstück. Aber bedenkt, die fühlen sich mindestens genauso schlimm wie ihr. Und sie haben nicht mich, der ihnen den Sieg sichert. Heute treten wir den stolzen Römern, den Bruti, entgegen. Schon wieder. Sie sind würdige Feinde,
aber eben doch fein. Anstelle von Heerführern haben sie heulende Kinder aufs Schlachtfeld geführt. Wir haben einen leichten zahlenmäßigen Vorteil, aber wir dürfen keine Leben wegwerfen. Eine solche Verschwendung können wir nicht zulassen. Wenn sie nicht völlig unbedacht sind, werden sie versuchen, einige Truppen dort im Wald zu verstecken. Noch nie habe ich eine Schlacht gegen diese Leute verloren. Warum sollte ich es jetzt tun, da ich Männer wie euch bei mir habe? Ein weiterer Sieg steht bevor. Na super. Ich würde das auch so sehen. Die Sache ist halt natürlich, was ich jetzt interessant finde, ist das Wäldchen hier in der Mitte. Das dürfte ihn bei der Benutzung seiner Onaga einschränken, genauso wie dieses Wäldchen hier. Also hat er vielleicht nur eine einzige Möglichkeit, seine Onaga zum Einsatz zu bringen, und das ist auf dieser Fläche hier. Also sollten wir hierhin schnell vorrücken. Was ich sagen wollte, man sieht halt einfach wieder, wir kämpfen ja jetzt schon wieder gegen eine sehr, sehr erfahrene Truppe. Der große Vorteil scheint mir dabei zu sein, dass er eben mit seinen Einheiten hier viel Action hatte in Griechenland und die dementsprechend erfahren sind. Ja, die Bringkäpse machen wir hier hin. Und die Triarier auf die Seite. Das sieht so gar nicht mal so schlecht aus. Die Kavallerie, das ist ja unsere Plänkelkavallerie, die benutzen wir, um unseren Bogenschützen zu helfen, werden die also sehr früh zum Einsatz bringen. Die Kavallerie nehmen wir hier auf die Seite für den Flankenschutz. Und die Kavallerie nehmen wir hier auf die Seite für den Flankenschutz. Dann werden wir mit den illyrischen Plänklern, oder den, weiß ich nicht, doch, das müssten illyrische Plänkler sein. Oder zumindest sind Söldnerpeltasten. Ne, sind illyrische. Okay, alles klar. Also mit den Illyrern werden wir auch versuchen, das Gefecht zu eröffnen. Wir haben diesmal die Kohortenaufstellung gewählt mit Triarien, Princeps und Hastati. Wir haben aber sehr viele Söldner insgesamt in der Armee dabei. Und ich möchte gerne die Phalanx-Einheiten, unsere hoplitischen Söldner, benutzen, um die Bogenschützen ein bisschen abzudecken. Ich denke mal, das ist jetzt auch keine zu ungewöhnliche Entscheidung. Wir kämpfen momentan in Griechenland. Die Römer waren natürlich bestens mit der griechischen Kampfweise vertraut. Und insofern denke ich, werden sie sich versucht haben, in Griechenland auch einfach die Vorteile von beiden Kampfweisen nutzbar zu machen. Bitte mach mir da mal eine Gruppe draus. Genau, ich habe alle Einheiten dabei. Verstärkung kommt ja jetzt für uns nicht. Dann gucken wir uns das mal an. Okay, er hat es also etwas anders gewählt. Wo sind denn seine Onaga? Die sind da ganz da hinten. Dann ist die Frage, ob wir wirklich frontal drauf marschieren sollen. Also es sieht ja so aus, als würde er sich momentan mit seinen Onagern hierhin zurückziehen. Gut. Wir versuchen den Höhlenvorteil weiterhin auszunutzen. Ihr kommt aber mal hier aus der Formation raus. Er hat seine Kavallerie da in dem Wäldchen versteckt. Wir werden mal hier rüber reiten. Welche Einheiten sind das hier? Das ist die römische Kavallerie. Also vielleicht können wir da das ein oder andere Ablenkungsmanöver starten. Das Autofeuer machen wir hier mal aus. Also das ist für ihn, meine ich, taktisch gesehen eine sehr ungünstige Position. Weil er doch eben bergauf kämpfen muss. Also da haben wir jetzt bisher keine einzige Einheit vernichtet und das ist jetzt die zweite Salve Pila, die wir abfeuern.
Das ist mir jetzt gerade vollkommen unbegreiflich. Immer noch nicht, also das ist doch wirklich ein Witz, oder? Wir machen den Plänkler-Modus aus. Geh mal hier raus. Okay, gut, das hat ja ganz gut geklappt. Genau, greif mal die Onaga an. Okay. Jetzt können wir da mal raus gerade. Das hat, glaube ich, ganz gut geklappt. Er hat noch ein paar Einheiten bei den Ballisten dabei, aber ich denke mal, unsere Kavallerie hat ihren Zweck hier erfüllt. Wir machen bei den Hopliten mal gerade die Phalanx-Formation aus. Könnt ihr euch schon mal hier in Position bringen. Wow, ihr könnt weit werfen, das sehe ich jetzt auch gerade. Ich habe gerade irgendwie eine Einheit Kavallerie verloren. Welcher Querschläger das jetzt war, weiß ich nicht genau. Wir müssen natürlich hier jetzt gucken, dass wir durch koordinierten Einsatz unserer Fernangriffstruppen seine Einheiten frühzeitig dezimieren können. Sehr gut. Versucht jetzt doch tatsächlich wieder seine Onaga zu bedienen. Mach den Plänkler-Modus bitte wieder aus. Okay. Marschieren wir jetzt mit unserem Hauptheer vor. Irgendwie verliere ich hier permanent Einheiten. Schaut euch das mal an. Habt ihr das gesehen? Ach nein! Lamerhunde! Schaut euch das mal an. Das waren die Lamerhunde. Das ist ja ein geiler Scheiß.
Ist ja übel. Ist ja, das ist ja endübel. Boah. Sind da noch welche? Nee, ne, oder? Das waren die Lamer-Hunde. Ist ja krass. Was macht denn ihr da in der Gruppe? Das ist ja mal totaler Schwachsinn. Könnt jetzt bitte auch wieder in die Phalanx, wenn ihr dann in Position seid. Erwarte Befehle. Hoplitische Söldner. Bewegung. Hopliten. Marschiert. Einheiten. Vorstoßen. Okay. Ich würde sagen, wir können hier das Autofeuer anmachen. Die Lähmerhunde. Ist es nicht schön? Ah, ich glaube, da habe ich auch das ein oder andere hotte Hüpferdchen schon weggeplättet. Laufen wir gerade ein kleines Stück vor, nur damit wir auch noch ein paar andere Einheiten treffen können. Ich weiß. Raus da, ihr sollt nur schocken. Meine Einheiten so langsam. Warum reihen mir die Prinzeps meine Triare auf? Das ist doch lachhaft. Schaut mal, wie schnell die Jungs sind. Achso, die rennen bergab, ne? Hol die mal ganz schnell mit. Die müssen mal aus der Gruppe raus. Ich werde die nicht mehr kriegen, das ist ja unglaublich. Schaut euch das mal an, das ist ja der Wahnsinn. Das ist ja der Kracher, das ist ja der absolute Kracher. Na komm. Wir können da nochmal rein. Boah, alter Schwede. Lob sei den Göttern. Schlacht fortsetzen. Sie haben die Herzen unserer Feinde mit Furcht erfüllt, sodass sie fliehen. Ja, das ist ja hammerhart. Das ist ja hammerhart. Weil innerhalb von 5 Minuten war der. Innerhalb von 30 Sekunden war der komplett. Oder von 10 Sekunden war der komplett von hierhin direkt schon überm Schlachtfeldende und ja, meine Einheiten stehen da jetzt rum. Sensational. Naja, okay, gut, da hat es wohl gebracht. Dies ist ein heroischer Sieg, der Römer würdig. Müssen wir mal gucken, ich habe so viele Triarier gegen die Princeps verloren. Das fand ich jetzt irgendwie, also ich meine, das sind ja jetzt nicht reine Antikavallerie-Einheiten, aber wir haben immerhin 4:1 von der Quote, damit kann man zufrieden sein. Hier 27 Triarier verloren, 24 Equites, über 50 Kavallerie-Hilfstruppen. Und ich weiß auch jetzt wieder, ich habe so viele verloren, wegen diesen Lamer-Hunden. Das ist einfach so kacke. Das ist einfach so eine Ultra-Kack-Einheit. Die Einheit ist grottenscheiße. Ja, genau. Der zieht sich dahin zurück. Aha. Okay, alles klar. Naja. Ja, okay. Dann weiß ich jetzt, wie wir das hier machen müssen. Wir gucken mal gerade die Bewegungsreichweite unserer Einheiten durch. Also, die Princeps hier können nicht mehr weiter. General! Die Triarier können noch weiter. Die Triarier wiederum nicht.
Okay, es sind ansonsten, also es sind diese Einheiten hier, die wir zurücklassen müssten. Dann machen wir das auch. Du baust mir jetzt hier ein Fort. Und mit den Einheiten gehst du mal raus. So sollte das sein, ganz genau. Und dann zieh mal die Einheiten zusammen. Die 5 nimmst du noch mit dazu. Und die Equities machst du noch mit dahin. Okay. Gut, das ist jetzt also Nummer 1 quasi. Vielleicht stellst du mir mal diese 10 Equities noch sicherheitshalber hier in den Hafen, nicht, dass ihr mir da noch ein Schiff baut. Das ist immerhin mal der Hafen blockiert. So, was hier, also wie das jetzt funktioniert ist, also wir haben jetzt hier mit dem Fort den Weg blockiert. Da sind jetzt zwar gute Einheiten drin, aber es sind halt nicht die für uns entscheidenden Einheiten. Das heißt, Obvious, der Gerissene, wird zu spät kommen, um Larissa zu helfen. Wir werden dann das folgendermaßen machen. Wir greifen jetzt noch hier Hauptmann Spurius an. Wir müssen aber gerade nochmal hier reinschauen. Was hat er jetzt hier drin? Der hat die Onaga echt jetzt in der Stadtverteidigung mit dabei. Okay, aber die Einheiten sind bis auf die Equites doch angeschlagen. Und die sind wahrscheinlich noch fit. Ich denke mal, er hat noch einen General oder irgendwie eine Stadtkohorte oder sowas drin, weil die AI baut immer Stadtkohorten. Imperator? Mit dem können wir auch noch dazu, wenn wir Larissa angreifen. Wir könnten Larissa sogar fast sofort angreifen. Okay, den Onaga stellen wir hier auf. Wir sitzen fest. Wir haben auch noch Einheiten, die wir aus Athen rausziehen können, sehe ich gerade. Imperator! Imperator! Ja. Also ich denke, wir müssten versuchen hier die Armeen peu à peu immer wieder zurückzuschlagen. Das heißt, die Truppen, die wir hier oben haben sollten, das sind die Truppen, die wir kontinuierlich fortbilden müssen. Kommen also die Söldnertruppen nicht absolut für in Frage. Okay. Ich mache den Teil heute ein bisschen länger. Ihr freut euch wahrscheinlich. Ich weiß nicht, wir sind gerade... Obwohl, nee, warte mal. Wir sind, wenn ich jetzt hochgerechnet habe, bei über 40 Minuten. Nee, so lange kann ich jetzt auch nicht machen. Wir machen es folgendermaßen. Wir nehmen gleich Manius Julius hier aus der Armee raus. Der wird bei Thermon bei der Belagerung mitwirken. Denke ich. Die Truppen hier, auch mit den Söldnern, die Söldner nehmen wir wahrscheinlich auch wieder hier rein. Ja, wir müssen uns hier erstmal eine Armee aufbauen. Ich sehe da nicht so viele andere Möglichkeiten. Wir werden aber noch eine Stadteroberung haben, denn wir haben noch nicht Messana angegriffen. Das kommt ja auch noch. Messana wird auf jeden Fall fallen. Die Frage ist, wo wir am günstigsten angreifen. Ich halte den Angriff auf diese Truppen hier, auf Hauptmann Titus, für am sinnvollsten. Den werden wir mit den Onagern beschießen. Ich meine, hier ist ja nicht viel drin. Aber dann wird er mit seinen Truppen aus der Stadt rausrücken. Dann können wir die schon mal dezimieren, was uns die ganze Geschichte nochmal einfacher machen dürfte. Ja, gegen Admiral Galerius. Kann ich da einen ganz regulären Angriff durchführen? Nee, er ist zu weit weg. Okay, gut. Ja, dann versuchen wir es mit der Hafenblockade hier. Na? Hi, Captain. Gut. Syrakus wäre damit auch blockiert. Wir haben die Scipionen fast komplett an den Eiern. Hi, Captain. Sind bereit. Ich brauche drei Schiffe hier im Hafen. Ja, Kapitän. Hi, Captain. Kümmert euch hier um den Hafen. Denn ich habe ja Stadtwachen gebaut in rauen Mengen. Was kann ich denn in Neu-Karthago? Da bringt es nichts, irgendwas zu bauen.
bei 170% öffentlicher Ordnung. Komm, löst den mal auf. Spart uns ein bisschen Geld. Genau, geh mal hier runter. Imperator? Kannst du mir auch mal auflösen? Bleib mal bitte auf dem hohen Steuersatz. Die Stadt wächst so schnell. Oder zumindest auf dem normalen. Die Stadt wächst so schnell, da können wir auch noch ein bisschen mehr Kohle rausholen. Imperator? Aye, Captain! Aye, aye, Captain! Du gehst hier hin und nimmst ihn mal mit. Nicht weiter. Wo habe ich noch Stadtwachen gebaut? Hier Imperator? Unten. Herr! Stoßt vor! Wir sitzen fest! Dann mach die nochmal raus. Ich glaube, so viele brauchen wir nicht. Ja, ich glaube, das ist okay so. Jo. Gut, gut, gut. Okay, dann haben wir da noch ein bisschen Siedlungsmanagement gemacht. Noch ein bisschen Einheiten verteilt. So, Appius Julius bekommt noch einen Kommandopunkt. Sehr schön. Dann haben wir noch die Schlacht hier gegen die Rebellen. Oh, Leute, das ist so viel. Jetzt momentan dauern die Runden richtig lange. 45 Regionen. 5 brauchen wir noch. Mit Sizilien sind es 48. Mit Tarent sind es 49. Die holen wir natürlich auch noch. Ich hole jetzt, wenn ich irgendwo Söldner kriege, dann nehme ich die. Ja, das ist mir lieber, als wenn sich die AI die holt. Beobachte und warte. Ja, Meister. Und du gehst nach Kroton. Oh, hier sind noch so viele Spione zum drin. Diensten. Beobachte. Geh du mal nach Capua. Zu Diensten. Pioniere. Zu Diensten. Suche nach. Geh du mal nach Tarent. Ja, so in etwas stelle ich mir das hier vor. Zu Dienst. Einen lassen wir mal drin. Also nur falls er da auf dumme Ideen kommt. Okay. General! Vorwärts! Befehle? General! General! Ja, das ist doch eine ganz passable Armee, oder? Ist doch gar nicht mal so schlecht. Das Doofe ist, wir können sie momentan kaum einsetzen, denn wir müssen mit dieser Armee verteidigen. Das gefällt mir gar nicht. Aber wir müssen noch eine weitere Armee aufbauen hier drüben. Vorwärts! General! Nicht mal eine Auxilia drin. Marschieren. Wir brauchen halt so eine Unterstützungsarmee. Nur für den Fall, dass wir halt angegriffen werden, dass wir halt noch eine Truppe zur Unterstützung dabei haben. Die muss halt nicht ganz komplett sein, aber sie muss schon Richtung Fullstack gehen und am besten halt sowas wie Auxilia und normale Legionärskohorte dabei haben. Also, das sind jetzt momentan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ist das richtig? Wir nehmen da jetzt natürlich nicht die teuersten Einheiten. Aber wir brauchen schon sowas. General! Geh du mal zum Hauptmann Cornelius dazu und bau mir hier noch eine Einheit Kavallerie. So eine prätorianische Kavallerie vielleicht. Dauert zwar 2 Runden, aber müsste doch was taugen. Entschuldigung, das machen wir jetzt noch gerade. Das ist taktisch dann doch recht wichtig. Gegen 4 Fullstacks da unten kämpfen, das ist ja Selbstmord. So, wir nehmen noch ein kleines bisschen Billig-Kavallerie.
Ja, doch, doch, aber das sollte so eigentlich funktionieren. Was ist da drin? Ja, das ist nicht so wichtig. Okay. Gut, also 1, 2, 3, 4, 14 Einheiten. Wir hätten nicht ganz, also eine Runde müssten wir dann doch noch warten. Ja gut, aber wichtig ist halt, dass wir jetzt hier die zwei Städte der Bruti, unter anderem auch eben deren Hauptstadt einnehmen. Euer Ehren. Ei, Captain! Okay, Leute, dann sind wir im nächsten Teil wieder da. Es wird wahrscheinlich, es gibt noch eine Schlacht in Griechenland, es gibt noch eine Schlacht in Sizilien, also es gibt noch drei Schlachten mindestens, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe. Ich bedanke mich bei euch fürs Zugucken. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Pax vobiscum, valete.